Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute ist ein Park dran von Cody, 5019. Der hat schon mal einen coolen Park eingesendet. Deswegen bin ich sehr gespannt auf seinen heutigen Park, den er eingeschickt hat. Und er hat auch eine kurze E-Mail dazu geschrieben. Hallo Dandy, ich habe dir nochmal einen Park in JWE gebaut. Ich hoffe, er kommt genauso gut an wie mein letzter Park. Ich habe diesmal versucht, allen Dinosauriern Namen zu geben, auch wenn manche nicht sehr kreativ sind. Es gibt eine Jurassic Tour und zwei Gyrosphären-Fahrten im Park. Die Eingänge der Fahrten sind etwas versteckt, aber ich bin mir sicher, du findest sie schon. Und dann steht dabei noch, der Park, den ich dir geschickt habe, heißt übrigens Anlage C und hat eine kleine Vorgeschichte. Und zu der Vorgeschichte, da kommen wir jetzt. Anlage C ist ein von Ingen geführtes Ferienresort. Nach den jüngsten Ereignissen in Jurassic World musste Ingen ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilung auf eine andere Insel verlegen. Sie entschieden sich für Anlage C. Da der Park nach der Schließung von Jurassic World immer attraktiver wurde für die Öffentlichkeit, war Ingen gezwungen, die Dinosaurierforschung erstmal auf Eis zu legen, bis vor 2 Wochen ein Spezialteam von Ingen anrückte, mit einem gewissen Dr. Wu, um die Forschung wieder aufnahm. Sie bauten einen großen Bereich des Parks um und sperrten ihn für Besucher. Zudem wurden alle Sicherheitsabteilungen des Parks von Ingen Spezialteams übernommen. Und alles, was im gesperrten Bereich passiert, wird verleugnet. Jetzt liegt es an dir bzw. an uns herauszufinden, was Ingen anstellt. Und mit dieser tollen Vorgeschichte starten wir in deinen Park. Anlage C heißt das Ganze und das hier ist der Eingangsbereich. Hast du auch Anlage C benannt. Und du hast ja schon geschrieben, wir sollen herausfinden, was Ingen hier in Schilde führt. Was mich allerdings hier ein bisschen verwirrt ist, du hast geschrieben, dass der Park geschlossen wurde. Aber hier laufen noch Besucher rum. Das ist wirklich sehr verwirrend. Der ist auch gar nicht geschlossen. Jetzt ist er geschlossen. Okay, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich mich auch verlesen oder ich habe es irgendwie gerade durcheinander gebracht. Ist auch nicht weiter schlimm. Ich würde sagen, wir erkunden den jetzt. Du hast auf jeden Fall hier so einen schönen Anfangsbereich gemacht mit ein bisschen Strand, bisschen Palmen. Dann kommt hier direkt eine Besuchergalerie. Da schauen wir gleich mal rein. Wow. Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Durch die Galerie. Oh mein Gott, man kann hier echt durchklicken. Seht ihr das? Egal, wir gehen mal drauf. Grand Toll View. Wir müssen auch auf jeden Fall auf die Namen achten, weil ich denke mal, die können uns Hinweise geben, was Ingen hier in Schilde führt. Jetzt auf den ersten Blick sieht das hier für mich wie ein ganz normaler Jurassic Park aus. Hier sind Triceratops am Grasen. Das haben wir da hinten. Oloro Titans, hier geht auch noch eine Gyrosphäre durch. Dann haben wir hier oben eine Einschienbahn. Ganz normales Futter. Ist jetzt auch kein vergiftetes Futter oder schlechtes Futter für die Tiere, oder? Da schauen wir mal kurz rein. Nee, das ist alles im grünen Bereich. Also die quälen ja auch anscheinend nicht die Tiere. So, wir gehen mal weiter. Ich will es unbedingt herausfinden. Hier sind natürlich auch noch ganz viele Namen, die gucken wir uns am Ende an, würde ich sagen. Aber ich bin jetzt erstmal hier auf Hinweissuche. Ratet auf jeden Fall mit in den Kommentaren, falls ich es nicht herausfinden sollte. Polacanthus-Gehege, okay. Das schauen wir auch mal rein. Ist für mich auch ein ganz normales Gehege. Also hier sehe ich noch nichts Verwerfliches oder so. Sind einfach 4 Polacanthusse, schön am Grasen, ganz entspannt. Die machen jetzt hier auch nichts Besonderes. Happy. Ja, wie gesagt, die Namen schauen wir uns am besten später an. Vielleicht geben wir uns auch die Namen der Dinos später Hinweise, wer weiß. Du hast hier auf jeden Fall fleißig alles benannt. Auch hier ist das Futter gut wahrscheinlich, ne? Ja. Ankylosauridae, also alles ganz entspannt, alles cool. Hast hier auch die Wegfarben schön getrennt. Das ist wahrscheinlich ein Industrieweg, das hier ist ein Besucherweg. Gehen wir mal hier lang. Vielleicht finden wir im Industriebereich raus, was Ingen hier in Schilde führt. Weil solche Sachen passieren ja meistens in Industriebereichen. Okay, hier ist das ACU Center. Das ist ein ganz normaler Helikopter drin. Alles ganz normal. Also auch nichts Besonderes. Hier hast du auch ein bisschen schön erhöht gebaut. Finde ich cool. Coole Ecke hier, um ein ACU-Zentrum zu platzieren. Dann geht es hier hinten oder hier unten lang. Da gibt es dann ganz viele Läden. Ah, das ist doch schön. Eine Arcade. Kate Gaming, Ultimate Gucci Store, also hier gibt es wohl Gucci zu kaufen, ein Dino Fashion Store, was ist denn Dino Fashion? Dino Spielzeuge, okay. Ich hätte gern eine T-Rex, nee, eine Triceratops Stoffpuppe, das wäre cool. Oder nee, Lego ist noch cooler, Jurassic World Lego finde ich nice. So, Tal heißt die Station hier, ich weiß nicht, ob wir die fahren müssen, ist aber, geht schon durch den ganzen Park, ne? Ja. Also lassen wir erstmal, das dauert immer ein bisschen lange und ich finde immer, die Sicht ist leider nicht ganz so gut aus den Einschienbahnen.
Also bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Dann haben wir hier Talblick. Okay. Ich denke mal, das Gehege hier heißt einfach Tal. Fährt auch gerade die, wie nennt sie denn nochmal? Jurassic Tour durch. Mit Gästen. Da hinten sehe ich auch noch, was ist denn das? Es müssten Mamenchi sein und Brachios, wenn mich nicht alles täuscht. Da hinten ist ein Mamenchi, der mit dem etwas dünneren Hals und kleineren Kopf. Und hier vorne sind Brachios. Der ist ja cool. Da freue ich mich schon drauf, da gleich durchzufahren. Hier schlängelt sich auf jeden Fall ein richtig schöner Fluss durch das Gehege. So ein richtig längliches Gehege, mega nice. Richtig cool gebaut. Wir gehen mal weiter. Bis jetzt habe ich noch keine verdächtige Aktivität gefunden, wenn ich ehrlich bin. Alles noch ganz normal. So, jetzt haben wir hier Talblick nochmal. Schauen wir auch nochmal rein. Haben wir nochmal eine bisschen andere Sicht. Wir werden noch einige Galerien wahrscheinlich haben, weil das Gehege so groß ist. Aber es ist echt toll so. Da oben ist auch nochmal eine Galerie, dann im Hintergrund die noch ein Hotel und hier das Innovationszentrum. Sehr, sehr nice. So, weiter geht's. Hier schön durchgeschlängelt. Hier auch mit dem Zaun schön gebaut, nicht alles so gerade. Bisschen abgerundet. Und dann kommen wir hier vorne zum kleinen Paradies. Okay, ein neues Gehege. Mal sehen, was wir hier haben. Oh, schaut mal. Ein Dino, den ich eh immer falsch ausspreche. Carcharodontosaurus. War das richtig? Ihr meintet zu mir, es gibt zwei Aussprachweisen. Und ich bin so durcheinander mittlerweile. Vor allem das Schlimme ist ja, dass die Sprecher hier von Jurassic World Evolution das Gefühl auch immer falsch aussprechen. Habe ich zumindest das Gefühl. So, ja, sehr, sehr cool. Hier ist nun Carcharodonto, wenn ich es richtig sehe, drin. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier weiter lang und fahren mal direkt mit der Gyros-Fernfahrt. Vielleicht finden wir da ja was heraus oder kriegen hier nochmal den einen oder anderen coolen Blick. Fahren natürlich mit Controller. Dauert hier einen kleinen Moment. So, jetzt geht's los. Dem idealen Beobachtungsfahrzeug. Entspannen Sie sich und genießen Sie die Dinosaurier. Puh. Ja, dann kommt mal her, Dino. Die Tour offline. Sphärensteuerung wird aktiviert. Ich habe mich gerade entspannt. Was soll das denn jetzt? So, weiter geht's. Carcharodonto haben wir ja gerade schon gesehen. Den werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal sehen. Ich sehe ihn. Wo ist der? Keine Ahnung, wo der ist. Vielleicht greift uns von hinten an. Da. Oh, hier kommen wir. Alberto kommt direkt auf uns zu, aber ganz schön böse. Den nicht schnappen. Gott. Ganz ruhig, Kleiner. Muss da durch. Ja, cooler Skin, ne? Ich finde, der Albert hat so richtig glatte Haut. So richtig wie so eine Schlange gefühlt, oder? Findet ihr auch? Ich finde, der sieht irgendwie ganz anders aus von der Haut als die anderen Dinos hier. Finde ich voll interessant. Aber hier ist auch schön den großen Baum untergebracht. Den mag ich ja sowieso gerne. Ich würde am liebsten nur diese Riesenbäume bauen, weil die so toll aussehen. Dahin. Okay, der trinkt da vorne. Also wir sind auf jeden Fall sicher. Das ist ganz entspannt. Ach, das war schon. Das Gehege ist aber klein. Ich glaube, das war echt schon. Das ist nur so ein kleines Mini-Gehege für den Alberto. Gut, ist ja auch nicht weiter schlimm. Solange der Alberto glücklich ist, sind wir auch glücklich. Aber für mich sieht es jetzt wirklich alles aus wie ein ganz normaler Jurassic Park. Ich habe hier noch nichts, keine illegalen oder seltsamen Aktivitäten von Ingen gefunden, wenn ich ehrlich bin. In Anlage C. Da sehen wir nochmal den Carcharodonto. Oder Carcharodonto. Ich weiß es nicht. Leute, keine Ahnung. Seid mir nicht böse, wenn ich es falsch ausspreche. Ich hoffe, ich trigger euch damit nicht. Er läuft leider wieder von uns weg. So wie seine Wampe da unten wackelt. Sehr cool. Okay, das war die schon. Kleine, aber feine Tour. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr cool. So, ab nach Hause hier. Oh, da kam gerade sogar ein Funken. Habt ihr das gesehen? Was für Details. So. Gehen wir weiter. Den Weg entlang. Guck mal hier, die Lianen. Sehr cool. So, was haben wir denn hier links? Das ist ein auffälliger Weg. Hier finden wir bestimmt Hinweise. Oha, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Das sieht doch böse aus. Kommunikationsturm. Mit wem wird hier kommuniziert? Nichts Besonderes, nur Pflanzen. Aha. Es klingt irgendwie so, als wenn hier was Illegales drin wäre. Aber Papaya-Schachtelhalme sieht für mich alles ganz normal aus. Okay, okay, okay. Was haben wir denn hier? Eine Bowlingbahn, okay. Schauen wir uns den Bereich mal an. Hier ist schon der nächste Besucherbereich, sehr cool. Bowlingbahn. Brauche Geld. Bitte kauf was. Wow. Stell euch mal vor, so ein Laden würde so heißen. Da wird doch kein Mensch reingehen, oder? Was haben wir hier? Noch eine Bar. Ist das nicht die erste Bar, die wir sehen? Ich weiß es nicht. Schutzbunker. Fossiliengebiet.
Da habe ich mal eine Frage an euch, Leute. Wisst ihr, wie man das fixen kann? Achtet mal auf das Schild hier vorne. Finde ich total nervig. Wenn man schöne Aufnahmen will und das dann so rumflackert. Wenn ich, bestimmt nah ranzoome, kommt das. Dann wird das Schild so weiß. Seht ihr das so? Plupp, weiß. Normal. Weiß. Normal. Schnee? Nicht Schnee. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. So, hier haben wir nochmal einen Blick auf das Tal. Sehen wir wieder die Mamenchis und Brachios und die Jurassic Tour, der ich auch gleich noch rumdüsen werde. Da ist sogar noch ein Dino. Was haben wir denn da? Ach, noch ein Oloro-Titan. Ging es hier nicht noch nach links? Oh, da geht es auch noch hoch. Cool. Also wir sind schon sehr, sehr weit hier gefahren. Hier ist nochmal ein Tor. Ich glaube, das ist einfach ein riesiges Gehege, das Tal, ne? Sind jetzt einmal schon durch den gesamten Park gegangen, gefühlt. Waldgehege. Oh, das ist ein anderes Gehege. Ah, das haben wir noch nicht gesehen. Oh, eine schöne Aussicht hast du hier. Ganz, ganz schöne. Was haben wir da? Ankis. Stromzaun. Ja gut, ist jetzt auch nicht verdächtig. Sie hat nichts Verdächtiges hier in dem Park. Ich habe das Gefühl, wir werden das nicht herausfinden. Ich sehe da hinten Stegos. Aber ansonsten alles ganz entspannt. Ah, ich finde das mega cool, dass du uns so eine kleine Aufgabe gegeben hast. Das ist gerade spannend, das rauszufinden. So. Oh, Ingen Ranger Team. Das klingt doch böse. Ingen Team 1, 2, 3. Blauer Skin. Jeeps sehen wahrscheinlich ganz normal aus, ne? Ja, ganz normale Jeeps. Ja. Alles ganz entspannt. Wir fahren mal hier ein Stückchen lang. Hier ist nochmal eine Einschienbahnstation. Ingen überfährt Gäste. Das ist die illegale Aktivität. Genau, hier geht es dann hoch. Das habe ich vorhin schon gesehen. Richtig cool. Hier so mit Felsen und so nochmal gemacht. Hast du hier nochmal so quer eingebaut. Das ist cool mit den Wegen. Ein Merch-Store. Ein Restaurant zum Parkblick. Hast auch schöne Gebäude hier gewählt für diese Ecke. Und hier nochmal die Bar zum Parkblick. Ja, Parkblick ist wahrscheinlich, wenn man von hier einen mega geilen Blick hat, ne? Ja. Leider kann ich die Kamera gerade nicht so senken. Ich mach mal kurz hier. Ganz schnell. So. Man echt eine schöne Aussicht halt, ne? Das ist sehr, sehr nice. So. Und hier haben wir nochmal ein schönes Hotel. Hotel mit Parkblick. Boah, das ist natürlich wunderschön, ne? Also wenn du hier drin wohnst in dem Hotel und dann einfach so morgens dich hier hinstellen kannst, deinen Kaffee trinken kannst. Mit so einer Aussicht. Traumhaft. Siehst du da die Mamenchis, die Brachios. Boah, ist das schön. Also richtig schön gebautes Hotel hier. Allgemein die Ecke sieht sehr nice aus. Fällt mir. Hier oben ist auch nochmal VIP-Berg. Okay. Wird wahrscheinlich sehr teuer sein, das Hotel. Für die VIPs. Aber hier endet tatsächlich der Weg. Und ich habe bis jetzt nichts Schlimmes entdeckt. Aber wir werden jetzt noch die Talfahrt machen. Vielleicht wird uns dann was auffallen. Also bis jetzt wirkt es halt für mich echt super normal hier. Alles ganz entspannt. So, ich düse mal ein bisschen schneller hier durch. Wir haben ja schon die meisten Dinos hier gesehen. Und das Gehege haben wir auch schon gut erkundet, ne? Mit den Beobachtungsgalerien. Kollegen, einmal aus dem Weg. Kann ich die ran? Nee, leider nicht. Hätte ich die instant weggerammt. Aber sehr, sehr schöner Fluss, den du hier gemacht hast. Oh, da hinten legt er sich gerade... Nee, der ist gerade aufgestanden. Sieht echt richtig cool aus. Okay, das klang gruselig. So ein bisschen. Ich sehe sie nicht, aber sie können mich sehen, hören und riechen. Aha. Na, guck mal, der kommt sogar rüber zu uns. Ach, wie schön. Hallo, Brachio. Leider ist gerade eine Palme im Weg und du bist zu groß. Ich kann nicht höher die Kamera machen. Aber die sieht wunderschön aus. So, kommen wir zu den nächsten Dinos. Da sind Oloros. Hallo, Oloros. Die muss ich auch mal öfter machen. Die sehen auch echt cool aus. Die Oloros haben tatsächlich auch so ein bisschen diese... Asteroid. Die Haut von dem Oloro Titan ist auch so ein bisschen wie die von dem Alberto. Tatsächlich. Ist auch so ein bisschen glatter. Was haben wir denn hier? Guck mal, ein kleiner Bachi. Hallo. Irgendwie kann ich nicht hupen, wenn ich im Inneren bin. Das ist auch nicht weiter schlimm. Bachis haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Bin gerade nicht sicher. Finde ich aber auch cool. Dann sollen wir mal hier kurz langlaufen. Tolle Dinos.
Sehen für mich aber alle gesund aus, die Venus, und ganz normal. So, wir sind wieder bei den... Der Cephalosaurus fällt vor allem durch seinen verstärkten gewölbten Schädel auf, mit dem er Kopfstöße ausführt. Die blockieren hier gerade richtig den Weg. Die haben wir auch schon gesehen am Anfang. Jetzt kommen wir in eine Richtung, wo wir tatsächlich noch nicht waren. Bin ich sehr gespannt, was wir jetzt hier zu entdecken haben. Ich sehe auf jeden Fall schon mal Diplodocus. Oder Diplodocus. Finde ich auch toll, den Dino, ne? Ich sag nur Dokumentation Big L. Da waren sie auch ganz groß. Guck mal, wie lang der Schweif von dem ist. Ich finde das so cool, dass die das kann man ganz schlecht erkennen gerade, weil es so weit weg ist. Dass die so die Stacheln von ganz vorne bis ganz hinten haben. So auf dem Rücken. Das finde ich so cool. Tolles Gehege hier. Der Diplodocus war eine der ersten Schwanzes ab. Was heißt der Name? Doppelbalken? Ist leider nicht verstanden. Manchmal ein bisschen leiser, wenn man mit der Kamera hinten ist. Ich glaube, jetzt fahren wir nur noch zurück hier, ne? Ich gebe mal Vollgas. Hoffentlich läuft uns kein Dino vors Auto. Aber sehr cooles Gehege, dass das so einmal komplett durch den Park geht, länglich. Mega nice. Da ist nochmal ein Brachio. Hier kommen wir auch nochmal zu den Brachios. Aber die haben wir jetzt schon zu Genüge gesehen. Diesmal hier. Und haben Schweif durch. Mal sehen, ob das geht. Geht halt wirklich. Sehr gut. Der Mamenchisaurus hat große Zähne, an denen er Pflanzenmaterial zerkauen kann und nicht zur Verdauung Steine fressen muss wie andere Sauropoden. Stein? Sauropoden fressen Steine zur Verdauung? Alles klar. Das wusste ich nicht. Das sind hier Dracorexis. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Die gehen hier auch gerade ein bisschen hoch. Das wusste ich ja gar nicht, dass die Steine fressen. Das ist ja voll strange. Da sind noch zwei. Okay. Interessante Info. Wer von euch wusste das? Schreibt es mal in die Kommentare. Habe ich noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin. So, was ist das? Nochmal ein Dracorex im Wasser. Und ich glaube, dann haben wir schon die erste Tour abgeschlossen. Und noch keine verdächtigen Ingen-Aktivitäten entdeckt. Obwohl, ich habe irgendwie hinten auf der Ladefläche nur Forscher. Oder sowas. Oder Mitarbeiter. Das sind keine Gäste. Das ist sehr verdächtig. So, weiter geht's. So, wir gehen zurück. Guck mal, das haben wir schon alles gesehen. Mega cool. Jetzt biegen wir mal hier rechts ab. Und hoffen mal, dass wir da die ersten Hinweise finden. So, hier geht's weiter. Hier sind wir immer noch im Tal, ne? Ja, Talblick. Jetzt sehen wir nochmal. Jetzt sieht man ganz gut die Stacheln. Das meine ich. Die fangen ganz oben an auf dem Kopf. Gehen wirklich bis zum Schweifende. Was? Der hat halt so einen langen Schweif. Na, guck mal, wie lang der ist. Ganz hinten. Von dem willst du, glaube ich, auch nicht getroffen werden, von dem Schweif. Hat er bestimmt als Waffe benutzt. So, weiter geht's. Oh, hier. Oh, das sieht verdächtig aus. Da werden wir gleich bestimmt was rausfinden, aber wir gehen erstmal hier lang. Merch Store. Auch hier toll mit den Wegen gearbeitet. Nice. Die Talbar. Restaurant zum Spino-Geschrei. Oh, Spino haben wir auch noch nicht gesehen. Hier ist nochmal Spinosaurus-Gehege. Ah, okay. Ah, wie schön. Lebhaftes Muster und... Ich weiß gar nicht, welches das ist. Aber der Spino hat allgemein so schöne Skins. Da kann man nichts verkehrt machen, egal welchen Skin man nimmt. Selbst der Standard-Skin ist richtig cool. Gerade beide am Trinken. Werden wir aber gleich nochmal zu Gesicht bekommen, wenn wir mit der Gyrosphäre fahren. Was haben wir denn hier? Ein Sumpfgehege. Oh, auch interessant. Sumpfgehege. Seh nix. Wie Sie sehen... Sehen Sie nichts. Müssen wir uns gleich nochmal umschauen. Ich kann gerade leider kein Dino sehen. Was haben wir hier hinten? Hier hinten sind noch Tore und einmal der Blick ins Waldgehege. Das haben wir schon von Weitem gesehen. Mit den Stegos. Ja, du hast auch nicht so viele Dinos gemacht, aber finde ich gar nicht so schlimm. Wo ist denn hier die Gyrosphärenfahrteingang? Nicht doof. Die Gyrosphäre fahren. Wo ist die? Ach, die ist wahrscheinlich in der Mitte, ne? Da, Gyrostation. Okay, da kommen wir gleich zu. Dann würde ich sagen, wir schauen jetzt erstmal hier im Sumpfgehege, was da abgeht. Ah, die verstecken sich, die Schlingel. Schaue ich mal eben so rein. Hier haben wir zwei Suchos. Zach und Bowser. Und zwei Barrys. Gary und... Gary? Ne, Barry. Barry und Gary, sorry. Oh, der sieht ja cool aus, der Skin. Kenne ich gar nicht.
Der Baryonyx hat ja sogar einen coolen Skin. Steppenmuster. Muss ich mir mal merken. Der sieht richtig cool aus mit dem goldenen und dem rötlichen da oben. Ich dachte, der hat nur so langweilige Skins. Aber der sieht cool aus. Ach, hier oben wäre sogar nochmal ein Blick aufs Sumpfgehege gewesen. Schaut mal, da hätten wir sie sogar nochmal sehen können. Eine sehr coole Dinos. So, was haben wir denn hier oben jetzt noch? Ich glaube, das war schon, ne? Endstation, okay. Dann gehen wir hier zurück. Und jetzt gehen wir in den verdächtigen Bereich. Hier finden wir hoffentlich die ersten Infos. So, was haben wir hier? Sturmabwehrstation, okay. Forschungsabteilung. Das ist ganz normal so. Keine Ahnung, was ich übersehe. Kraftwerk. Kein besonderer Name. Alles ganz entspannt. Umspannwerk. Okay, ich glaube. Okay, hier geht's rund, Leute. Wir haben, glaube ich, gefunden, worum es hier geht. Gehege B1, das ist ein Forschungsgehege. Oh ja. Hier forscht Ingen nach ganz fiesen Dinosaurierkreuzungen. Hier sehen wir 4 Exemplare von einem ganz gefährlichen Spinoraptor. Aber wenn der mal auf die Leute losgeht, dann mal gute Nacht. Finde ich eine sehr coole Idee, dass du das gemacht hast. Die haben auch gar keine Namen. Finde ich auch gut, weil sind halt richtige Objekte, so Forschungsobjekte. Spinoraptor, toller Dino. Finde ich nice. Habe ich auch im Desert Park. Der ist aber auch fies, ne? Die Geräusche auch wieder quietscht. Ah, gemeiner Dino. Da hinten haben wir aber noch mehr Forschung. Hier kommt man nochmal zu einer Wetterstation und Gehege B2, B3. Das klingt auch schon so alles nach Forschung. Da sind die nächsten fiesen Kreuzungen. Eine Stegoceratops, eine Kreuzung aus Stegosaurus und Triceratops. Ganz viele Stacheln, lange Hörner. Eieiei. Und im Hintergrund sehen wir schon ein Diplodocus, ne? Heißt der, glaube ich? Ne, nicht Diplodocus. Ankylodocus heißt er. Ist eine Mischung aus dem Ankylosaurus und dem Diplodocus. Aha. Ingen. Ihr kleinen Schlingel. Macht ihr einfach geheime Forschung hier. Das ist übrigens eine Mischung aus dem Velociraptor und dem Spinosaurus, logischerweise. Ja, jetzt haben wir, sind wir den ganzen noch auf die Schliche gekommen. Sehr cool. Kommunikationsturm. Gewächshaus. Hier haben wir nochmal einen besseren Einblick. Den finde ich ja... Ich weiß nicht, was ich von dem halten soll, ne? Der ist irgendwie cool, aber ich finde, der sieht echt schon zu krass unnatürlich aus. Ich meine, guckt den euch mal an. Der hat so übertrieben lange Hörner. Dann diese riesen Stacheln und so. Aber keine Ahnung. Deswegen mache ich den auch so gut wie nie in meinen Parks, weil ich den einfach viel zu unnatürlich finde. Ich finde, der hier oben, da geht noch der Spinoraptor. Den finde ich gar nicht so unnatürlich. Aber der ist schon so echt mit am extremsten von den Hybriden. So, B3 haben wir hier auch noch. Da haben wir nochmal einen schönen Blick auf den Ankylodocus. Sieht aber cool aus, ne? Was macht denn der da gerade? Fast so aus, als wenn er die Gäste anschaut. Hier sieht man auch diese Stacheln und hinten dann diese fiese Keule. Eieiei. Was die hier für fiese Forschung machen, das gibt's ja gar nicht. Ja, den hast du auch allen keine Namen gegeben. Sehr cool. Diese richtige Forschungsobjekte. Finde ich nice. Das sieht auch cool aus hier. Dass du die Landschaft hier noch so gestaltet gekriegt hast. Nicht schlecht. Also das hast du schon schön gemacht. So, dann gehen wir weiter. Uns fehlt nämlich noch der Mittelbereich. Da würde man über die Einschienbahn logischerweise hinkommen. Den haben wir noch nicht gesehen. Wir haben aber auf jeden Fall jetzt schon entdeckt, was Ingen fieses verbrochen hat. So, hier hast du das Innovationszentrum. Schön auf dem Berg übrigens. Also sehr nice gemacht. Innovationszentrum. Ich bin's schon wieder. Die Bar. Haben wir hier. Buddel Dinosaurier aus. Eine coole Idee. Und Zentrum-Restaurant. Dann haben wir hier nochmal einen Talblick. Aber das Tal haben wir mehr als ausgiebig jetzt schon gesehen, denke ich. Alles ganz entspannt. Dann haben wir Innovationszentrum. Hotel zum Talblick. Waldblick. Das war, glaube ich, das mit den Stegos, ne? Jo. Also die Besucher, wie nennt sich das denn? Blickdichte oder so. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also sehr gut abgedeckt. Dinosaurier können die Besucher können die Dinosaurier sehr gut beobachten. Hier hast du nochmal ein Hotel. Auch nochmal auf das Tal. Da sieht man auch die Dinos sehr gut. Also das hast du echt schön gemacht in deinem Park. Hier hast du nochmal so einen schönen Weg gemacht. Auch sehr nice. Mit einem schönen Ausblick.
Also, da gebe ich dir auf jeden Fall 100 von 100 Punkten bei der Dinosaurier-Sichtbarkeit. Nicht schlecht. Genau, als allerletztes fahren wir jetzt hier die Gyrostation. Und wir gucken natürlich gleich noch die Namen deiner Dinos. Vielleicht verraten die uns ja auch noch irgendwas. So, diesen Weg hier mal durch. Tour offline. Tour offline. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Tourinformationen während der manuellen Steuerung nicht verfügbar sind. Boah, dagegen gefahren. Ja, ich versuche jetzt hier mich auch ein bisschen zu beeilen, weil ich glaube, wir sind schon ein bisschen dabei. Aber es macht ja nichts. Peil bei so einem Video immer ungefähr eine halbe Stunde an. Ich will es halt auch genießen, ich will mich auch nicht zu sehr hetzen. Deshalb sind wir bei den Spinos. Schade, dass die gerade nicht den Fischfutterspender benutzen. Finde ich immer toll anzusehen, wie er herumtibbelt. Spinos ist aber auch fies, ne? Erinnert mich immer an Jurassic Park 3, den Film. Muss ich unbedingt mal wieder schauen mit dem Spino. Sieht aber nice aus. So, weiter geht's. Auch wieder der große Baum, ein paar Felsen, sehr schön. Die Kollegen hier in der anderen Gyrosphäre überholen wir einfach easy. So, einmal schön hier um das Gewässer rum. Ist eine ganz tolle Strecke gebaut. Sieht man auch den Vulkan im Hintergrund. Ich düse. Nochmal einen Kollegen überholt. Bin die ganze Zeit auf Vollgas, Leute. Schneller geht nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Oh nein. Schaffen wir es noch, bevor die Tore wieder schließen? Schnell. Nicht zumachen. Ach, wir haben es geschafft. Da haben die Funken schon gespritzt, weil ich so schnell war. Oder wie nennt sich das? Bei Funken sagt man, glaube ich, nicht spritzen. Funken geflogen, sagt man, ne? Ja, Funken geflogen. I'm sorry. So, die Stegos haben wir auch schon gesehen. Ich glaube, ich habe wirklich alle Dinos schon gesehen. Deswegen düse ich hier auch so schnell durch. Hat ja auch so viel Aussicht gehabt. Ich düse ja gerade richtig mit Megaspeed durch. Da sind die Ankis. Hallo Ankis. Den mag ich ja gerne, ne? Den Greenskin hier. Das ist doch so toll. Und ich glaube... Ne, hier vorne geht es noch in einen anderen Bereich. War ich hier schon oder geht es jetzt hier zurück? Sieht auf jeden Fall sehr cool aus mit dem Zaun. Ich glaube, es geht hier zurück. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Da vorne ist die Tour. Ich glaube, damit haben wir deinen Park auf jeden Fall abgeschlossen. Hat mir echt Spaß gemacht. Sehr, sehr cool, dass du so ein kleines Rätsel oder Geheimnis mit eingebaut hast oder eine Vorgeschichte. Finde ich mega, mega cool. Wir überfliegen jetzt nochmal ganz schnell die Namen. Ich werde nicht alle vorlesen, aber einmal überfliegen so. Das sind echt viele. Ich meine, du hast dir die Mühe gemacht, die alle benannt. Aber sonst wird das Video einfach zu lang. Bobby Sam. Besserer Spicky. Okay. Archimedes, Felix. Spinos. Ruhestörer 1, Ruhestörer 2. Das stimmt aber wirklich, die sind mega laut, die Spinos. Gary, Barry, die hatten wir schon, die hatten wir auch schon. Die hatten wir auch schon, die hatten ja keine Namen. Haben wir Betty, Dippy, Becky. Hier vorne Tommy, Tom, Sarah, Trixie, Jack, Mario, Kara, Luigi, Otto, Olli, Littlefoot, Beans. Finde sie gar nicht so unkreativ, die Namen tatsächlich. Bigfoot, Kimber, Lisa, Spike, Ruta, Petri, Ducky. Du hast auf jeden Fall alle Dinos-Namen aus einem Land vor unserer Zeit benutzt. Jake, Duckstar, Drake, Draken, Knox, Derry. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon war. Bobby, Bob. Ich glaube, jetzt haben wir alle Leute. Ich muss sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr cooler Park. Sehr coole Vorgeschichte und ganz fieses Geheimnis hier von Ingen. Haben wir aber gelüftet. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen soweit. Und ich habe alles erkundet. Falls euch der Park gefallen hat und dieses Projekt gefällt, dürft ihr gerne ein Like da lassen. Und schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr den Park insgesamt fandet. Und ja, ob es euch Spaß gemacht hat. Falls ihr mal einen Park einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung steht, wie ihr das Ganze machen könnt. Entweder per Discord oder per E-Mail. Könnt ihr euch aber, wie gesagt, alles unten durchlesen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.